Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woodlands zusammen mit Rocky, der tollpatschigen Fleur, alias ja. Kate und Ecki. Servus! Was? Was? Servus! Servus. Achso, Servus. Achso, ja, ganz kurz noch vorab. Caro ist heute nicht da. Caro ist gerade, sitzt gerade quasi im Zug. Das heißt, Ecki hat von Caro den Auftrag bekommen, Caro gebürtig zu ersetzen. Jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich auch. Man möge unseren Gästen es reichen, Ecki. Schinken? Ja, auch. Ich hol schon. Wir haben doch. Ja, alles klar. Ich hab eben das in Eckis Händen nämlich schon gesehen, dass sie da was vorbereitet hat. Gut. Und ich glaube, der Plan von Jenny ist, mit Ecki zusammen das Theater weiterzubauen und ich brauche euch beide. Okay. Mal, und zwar kommt ihr jetzt erstmal mit und rüstet euch erstmal aus. Cookie. Der Plan, Caro zu ersetzen, geht jetzt schon auf. Ihr könnt euch hier in den Kisten wie immer schön ausrüsten und so. Auch ersetzen. Oh je. Und oh, ich bin noch im Kreativmodus. Also, du brauchst jetzt beide, richtig? Ach so, ja, du kannst auch. Ich dachte, du willst, ne? Nein, weiterbauen. Wie du willst. Also, wir können das du kannst gerne auch gerne jemanden davon holen. Brauchst du beide? Möchtest nee, nicht du beide? Zwangsweise, aber ich könnte dann beide. Einer von entspannen. Euch kann gerne mit uns mitkommen. Wir müssen nämlich einen Baum aushöhlen. Aushöhlen. Oder kreativ mit Rocky sein. Oder kreativ mit Rocky sein. Was ihr ja, möchtet. Ich gehe kreativ mit Rocky. Ja, bitte. Mach alles, was nicht mit Redstone zu tun hat. Also kommst du mit uns. Also kommst du mit uns. Ja. Okay. Wie jetzt? Ich mach. Oh, eigentlich muss nur Alina was mit Redstone machen. Ja. Ist doch jetzt ein Scherz, jetzt mach doch einfach hier. Hier Alina und da und da. Ich hoffe, du kennst dich mit Redstone aus, oder? Nein! Hast du den richtigen ausgesucht, Rocky? Okay, Alina, vergiss das mit dem Redstone einfach. Leg das Redstone einfach in die Redstone-Kiste. Leg das Redstone. Ich habe jetzt keine Buße mehr, hier dran weiterzuarbeiten. Es reicht jetzt. Mach doch einfach das Krankenhaus, die Zimmer und so. Ja, mache ich ja jetzt auch. Ich sammle schon Sachen dafür. Ja, Stan. Ja, mach die einfach in die Redstone-Kiste da unten mit dazu. Okay, die Frage ist jetzt, wo haben wir denn... Ich suche die Kisten durch. Was suchst haben du denn, wir Herr denn, Rockmann? Wo von haben Toffel? Wir denn? Ich mein, haben wir kein Quarz mehr? Nein, ich musste zu einem Crafting-Table. Ist gut. Komme. Ein Quarz brauchen wir. Genau. Oh, wirklich jetzt? Oh, wow. Das ist ja. Ja, wir wollten die letzte Folge irgendjemand in den Nether schicken, aber. Ja, der war ja auch im Nether, aber da sind noch drei Quarz drin. Da musst du wohl. Hier in sind gehen. 20 Block of Quarz drin. Ein Block auf Quarz, ihr ich seid ja auch witzig. Ich weiß auch eure Folge, wo sich Jenny eingebaut hat. Das ich glaube, wir sollten mal mit Jenny mitgehen. Oder beziehungsweise Jenny sollte mal mit uns mitgehen. Extrem. Das ist meine Alina, Taktik. Ja. So. Bist du fertig? Ja. Okay, pass auf. Hier. Okay, und du gehst jetzt schon mal Richtung Krankenhaus. Du weißt ja, wo das ist, oder? Ja. Und dort kannst du anfangen, die Zimmer auszubauen. Ich glaube, ein Zimmer ist schon ein bisschen ansatzweise ausgehöhlt. Aber das müsste halt noch fertig ausgehöhlt und ein bisschen eingerichtet werden. Da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Hast du eine Axt für mich? Weil an die habe ich noch nicht gedacht. Hier, guck mal, da und da. Und wenn du das hast... Ja. Beziehungsweise, ich gehe währenddessen dann Quarz sammeln und dann werden wir das weitermachen. Achso, waren Sie mit den Toiletten zufrieden? Ja, sehr gut. C-Rock? Okay, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, Iggy. Hä? Hallo! Boah, Alter, der Film war voll gut, Alter. Ich werde jetzt mal hier aus Sandwich gehen und mal so richtig ein Abschiffen, du! Okay. Oh. Okay, ich habe keine Ahnung. Nochmal abschütteln. Oi. Ich habe eine. Machen Sie bitte so. Ihre Scheiße Jenny, weg. Jenny. Ich habe abgeschüttelt, Leute. Das ganze Popcorn kam im Ganzen hinten raus. Das ist eine Axt. Danke.
Hat es noch gepoppt in das ist jetzt gut. Bitte. Okay. Ja. Ja, jetzt den Baum quasi hier einfach weiter. Ausfüllen. Die Treppe. Ja, du kannst den Baum sehr gerne weiterhin ausfüllen, aushöhlen. Ja. Und weil wir dann hauptsächlich in den Blättern drin sind, dann machen wir eine Plattform und dann müssen wir hier alles aushöhlen. Also wir müssen noch ein Stückchen höher. Also gehen wir jetzt wieder hier so, so schräg hoch. Ja, also der Raum ist ja quasi schon vorgegeben. Unten quasi von den Wänden her. Da jetzt einfach noch weiter hoch. Okay. Okay. Jenny has got the plan. Ja, habe ich. Und an Alina noch kurz. Du kannst auch gerne nach oben bauen und so, ne? Also das hindert uns ja alles nicht. Ja, yeah, okay. Wenn ihr irgendwie auf Außenwand trifft, also da auf einmal Licht kommt, dann einfach irgendwie gucken, dass ihr da Holz vorsetzt. Du bist so eine Nachmacherin, weißt du? Du musst immer im Nachhinein noch Instruktionen geben, genau wie ich. Was? Ja, genau, du. Du bist es wieder. Ja, ich bin ich. Stell dir vor. Du bist ein Sänger? Oh geil, ich krieg ein Programm? Ne, du nicht. Boah, du kriegst auch keins. Habe ich letztes Jahr auch nicht gekriegt. Doch, du wolltest ja auch keins. Touché. Ich möchte aber siehste. Eins. Nee, Ecki, du kriegst keins. Du nicht. Du kriegst einen Button an die Hose. Ja. An die Hose und an den Schuh kriegst du einen Button. Du kriegst keinen Button, Jenny. Weil du bist immer zu unfreundlich zu mir. Oh, Jenny kommt ja nicht. Denn ich habe außerdem die Kamera dabei, ne? Ja. Schön. Ja. Video, oder? Ja. Das wird toll, wenn ich dann Jenny filme, ganz unauffällig, und dann schreibe ich ins Video rein, Jenny C-Rock, berühmte YouTuberin, 2 Millionen Abonnenten, klickt sie alle an. Genau. Jenny glaubt mir das, glaube ich nicht, weil ich das auch niemals machen würde, weil ich hätte Angst vor Jennys harter Rechten, weil sie ist da ziemlich krass. Ja. Vor allem, wenn sie dabei wäre, ne? Ja. Abends noch schön Wässerchen trinken. Das wird toll, Leute. Ich meine natürlich, also was? Ein Bier trinken möchtest du, ja? Ein Wässerchen! Nein, wenn ein ordentliches Bierchen. Das Wässerchen. Wir haben hier Zuschauer, die eventuell gut erzogen werden müssten. Ganz ehrlich, erklär du mir nichts irgendwie von Zuschauern, die erzogen werden müssen. Das, was ihr letzte Folge abgezogen habt. Was haben wir in der letzten Folge? Wir haben über Rüssel gesprochen von Elefanten. Oh Gott. Du bist auch so ein Elefant. Du kriegst auch einen Elefant. Der Rüssel guckt schon raus. Definitiv. Gestern, als ich auf Toilette war, da hat er auch rausgeguckt. Was? Ecki! Also wie gesagt, gestern, als ich auf Toilette war, da hat auch ein kurzer Rüssel hinten rausgeguckt. Ecki? Ja, ja. Dann hat nur nicht der Röll gemacht. Hä? Nee? Der musste stehen bleiben. Warte. Da? So? So, möchten uns vielleicht unsere Gäste mal noch einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen? Die sind doch noch in ihrer Jugend drin. Psst, jetzt seid doch mal leise, bitte. Okay. Nicht shoppen. Also wollt ihr? Wollt ihr nicht? Wollt ihr? Boah. Ihr wollt doch sicher, oder? Wir sind noch Jugend. Ja, dann erzählt uns halt was aus eurer Kindheit, Mensch. Jo, okay. Was war das? Jo, okay. Das war lustig. Ist die Treppe kurz verstehen. Also, wollt ihr erzählen? Erzählt einfach. Leg los. Lasst euch von Eckis Weihnachtsliedgesumsel einfach nicht beeindrucken. WTF. Ecki. Warum? Es sind jetzt nur noch 18 Freitage bis Weihnachten. Ja, das habe ich gelesen und mir war irgendwie klar, dass du das geteilt hast. Ja. Mittlerweile ist meine gesamte Pinnwand, also es ist jetzt ungelogen und es ist nicht böse gemeint oder so, aber mittlerweile ist meine gesamte Pinnwand irgendwie voll mit Eckis Sachen, weil ich immer nur ihre Sachen like, deswegen steht sie immer ganz oben und ich weiß, wenn ich auf Facebook gehe. So oft likest du die Sachen gar nicht. Aber ich habe sie immer oft geliked. Jetzt ja, das hat hier, das ist auch wieder vorbei. Ja, nee, mittlerweile hasse ich dich einfach zu sehr. Ja, Dito. Oh, das hat mich jetzt verletzt. Gar nicht. Nee, doch, ein bisschen schon. Oh. Ach, Ecki kann das ab. Ich kann es ab, definitiv. Ja, Ecki ist ein Seefrau. Dafür. Jo. Jo. Muss mit mir erstmal ein ordentlichen Körnchen trinken, dann geht das.
Doch, nee, doch, nee. Doch. Nee, nee, aber Körnchen erst, wenn du gesund bist. Körnchen ist... Genau, nee, Erki, weißt du? Körnchen geht auch, wenn man krank ist. Nein, das geht nur, wenn man Husten hat. Und Husten hast du ja nicht. Doch, Erki, bist Husten. Du immer noch krank? Ich bin immer noch krank, ein bisschen. Oh, ich bin auch krank. Ach, sie simuliert doch krank. Nur. Ich auch nicht. Ich auch nicht, außer im Kopf so ein bisschen. Ja. Okay, das ist aber nichts Neues. Nee, aber wow. Tatsächlich, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Also das wird bei der Gamescom doch sehr witzig. Ich hoffe es nicht. Vor allem, wenn wir ganz viel singen und ja, dann höre ich mich, da höre ich mich später trinken. An wie Lemmy von Motorhead. Oder wie Eggbert. Achso, ja, du und deine Raucherlunge, ne? Ist ja, boah, ist ja, ihr seid schon gut. Fies, ne? Für was denn? Warum denn? Ich bin hier unten drunter und die bauen mich von oben einfach zu. Ach so, oh. Ich dachte schon, es geht um mich. Das ist ja gar nichts. Hi. Oh, ja, wollte das nicht. Ich suche mir meinen Weg. Alles gut. Habe ich dir gerade. Und jetzt auf einmal ist es wieder gut, Leute. Versteht ihr wieder die Logik? Wer hat denn hier gerade so laut ausgeschnaubt? Ich bin ordentlich wie wir. Nee, ich habe nicht geschnaubt. Ich war das. Ach so, das hörte sich aber wie Jenny gerade eben an. Du meinst so basslastig? Er ist wieder freundlich, du. Das gibt Nackenschelle am Donnerstag. Ja, okay. Hau den von mir, bitte. Mach ich. Danke. Nackenschelle. Von Eckbert. Aber so richtig, das muss richtig knallen. Ich hab das nicht zugehört, meine Mutter war gerade hier drin, was? Ich lass Setas einmal richtig schön schellen, das tut dir weh. Was? Wie lässt du... Was? Ja. Mich? Mhm. Nee, das macht er eh nicht, der kuschelt mit mir. Halt. Okay. Setas mag mich, ich weiß das. Irgendwo ganz tief in sich drin. Ja. Ja. Auch wenn er versucht, seine Liebe nicht offen zu gestehen. Es ist einfach so. Ihr wisst, dass die zwei Werkbänke stehen, ja? Dann die dann schon vorher da? Ja, die eine war ich, die andere, keine Ahnung wer. Oder einer von euch beiden. Ich glaube, Ecki. Stand die denn schon vorher da? Oder von wem ist die nochmal? Ich hab sie nicht gesehen. Die hab ich nicht gesehen. Nee. Das ist halt so, wenn man alt ist. Dann du bist nicht alt. Machen die Augen nicht mehr. Nein. Ich bin Ecki ist wahnsinnig alt. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich bin wirklich alt. Ja. Ecki ist quasi fast 80. Jeder ist auf eine bestimmte Art und Weise alt. Ja, jetzt fang bitte nicht an, hier zu fachsimpeln, ja? Wir können diese Meinung von dir leider nicht verallgemeinern. Ende! Du bist sowieso ein alter Sack. Wow! Das können wir auch nicht verallgemeinern. Ja, aber ich bin auf jeden Fall eine alte Oma und der Setas ist ein alter Sack. Mann, seid ihr nicht zueinander? Immer. Das ist Liebe, du. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ja, ich vergesse auch die ganze Zeit vor lauter Liebe, was ich hier machen wollte. Soll ich immer runterspringen? Ecki, bitte stirb nicht. Okay. Du bist schon oft genug gestorben, beispielsweise bei meinem Jump'n'Run. Das stimmt. Geheimen Baum meine ich. Geheimprojektbaum. Ja. Drei Stück haben bitte. Oh. Du hast sie runtergeschmissen. Okay. Ja. Was? Hat jemand so Rocky Bosca gesagt? Ja. Nein, ich habe okay gesagt. Ach so. Mein Gott. Ich habe lauthals Rocky verstanden. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ich habe auch Danke, Rocky Danny verstanden. Okay, dann bin ich für dich auch der Mittelpunkt der Welt. Soll ich das sagen? Ich hab auch verstanden. Ja, ich bin für euch alle der Mittelpunkt der Welt. Ich Rocky verstanden. Was ist denn ein Babbel? Turmbau zu Babel? Nein, Miki fängt schon wieder an rumzumeckern, hab ich gesagt. Miki hält den Babbel. Ja, weil sie sagen wollte, dass sie für mich, dass ich für sie auch die Welt bin. Ja, dafür musst du mal vorbeikommen. Ja, siehste, komm ich bald. Bestimmt irgendwann mal. Ja, mach mal. So nah neben Holland lohnt sich das ja sogar. Und du musst auch mal zu uns kommen, Jenny. Trotz Bootfahren. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Aber das ist auch so wahr. Genau. Ja, komm auch mal zu mir, bitte, Jenny, ja? Nee, wollte ich. Du hast gesagt, du musst arbeiten. Ja, muss ich halt echt. Aber du kannst gerne in 2 Wochen kommen, aber dann bist du wieder nicht da, weißt du? Das ist halt auch blöd. Aber ihr müsst wirklich zu uns mal kommen. Aber ja, ihr müsst wirklich zu mir mal kommen. Nee, Winterurlaub. Hier, Silvester und wir so. Machen irgendwann, schön. Wir machen irgendwann eine riesige... Ja, nee, es ist schwierig. Wir machen irgendwann eine riesige Kartoffel-Weihnachtsfeier. Zwei Eckbert und Jenny wird auch eingeladen.
Und oh je. Da wird sie aber, da gibt's ganz viele kleine Namensschildchen und bei Jenny steht drauf, geheimnisvolle Unbekannte.